Oh, ich bin dran, oder? Gut. Ich? Einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen zum Thema Ach, da fehlt ja noch Musik, zum Umgang mit Musik in den Medien. Und Sie haben es gemerkt, ich war jetzt gerade eben noch beim Babbeln mit meinen ehemaligen Studenten. Herzlich willkommen aus Ansbach, extra hierher, das freut mich sehr. Und man weiß irgendwo, wenn die Auftrittsmusik kommt, stopp, jetzt geht's los, ein Akustik-Jingle, wir werden drauf kommen, das Ohr ist immer offen, ob ich will oder nicht, in jeder Lebenslage. Das Ohr ist lange, lange vor der Geburt schon ausgebildet. Und dass das Ohr nicht verschließbar ist, da kommen wir gleich noch drauf, dass das Ohr nicht verschließbar ist, ist ganz gut. Wenn wir früher den Bär erst gesehen hätten, wäre es vielleicht ein wengerler zu spät gewesen. Und deswegen ist es gut, dass die Ohren immer auf Empfang sind. Ich möchte Ihnen zum Thema Musik im Fernsehen was erzählen. Ein Thema, das eigentlich in Ausbildung, bei Seminaren und so weiter etwas stiefmütterlich behandelt wird. Und da möchte ich mit Ihnen einen Fokus drauf werfen, einen Blick drauf werfen. Wir schauen mal zur Gliederung. Wir schauen mal, wo haben wir im Alltag mit Musik zu tun. Es gibt Sounddesign bei Produkten aller Art, bei Produkten, wo wir gar nicht dran denken, dass da ein Sounddesigner, ein Akustikdesigner da zugange war. Wir blicken mal auf die Funktionsweisen von Filmmusik. Dann Musik von CD heißt natürlich heutzutage immer auch von der Online-Plattform, bloß ich will nicht hinschreiben, von CD, von Tonträger, von Online-Plattform und Audio-File und so weiter. Dieser Begriff heißt einfach vorbestehende Musik, die vorher schon geschaffen wurde. Oder eben auch die Auftragskomposition, der Königsweg. Das ist immer das Beste, wenn ich Zeit und Geld habe, einen Komponisten zu beauftragen. Das ist natürlich wunderbar. Ein paar finanzielle und rechtliche Aspekte schauen wir uns auch noch an. Funktionale Musik und Sounddesign. Da gibt es einige oder viele Beispiele im Alltag. Wenn Sie das mal Revue passieren lassen, wo haben Sie mit funktionaler Musik zu tun? Also Musik, die eine Funktion erfüllen soll. Havanna Bar ist so eine Franchise-Kette, war ich mal drin und denke mir, ach wunderbar, schön, alles so ein bisschen latinomäßig eingerichtet. Und da läuft schöne easygoing Latin Music. Ich habe mich dann mal erkundigt bei dem Kellner, sage ich, hey, was habt ihr da für Musik laufen? Die ist ja ganz dufte. Dann holt er 20 CDs raus, sagt, ja, guck her, wir dürfen nur das laufen lassen. Dann steht drauf, Havanna Mix 1, Havanna Mix 2, Havanna Mix 3. Um zu verhindern, dass der Kellner, der vielleicht bekennender Ernst Mosch-Fan oder bekennender Heavy Metal-Fan ist, nach einem halben Jahr sagt, ich kann das Latino-Gewackel nicht mehr hören. Ich möchte jetzt endlich mal Heavy Metal hören, um das zu vermeiden, dass dieses Gesamtprodukt nicht kaputt gemacht wird, darf eben nur diese Musik laufen. Wenn Sie mal in den Genuss kommen bei einer Veranstaltung abends, bei einem Kongress, dann stellt Audi, BMW oder irgendeine Nobelfirma Luxuskarossen zur Verfügung mit dem Fahrdienst. Die bringen Sie heim ins Hotel. Welche Musik läuft da drin? Läuft da drin Mariano und Michael? Oder läuft da drin leichte Klassik oder ein bisschen Jazzmusik, die Ihnen so das Gefühl gibt, es riecht nach Leder, das Auto ist neu gedimmtes Licht, der Fahrer hat einen Krawatt an, der ist ganz schick angezogen und eben eine Musik, die etwas eine noble Anmutung gibt. Es gibt Musik im Laden, Einkaufsradio, das dafür sorgt, dass Sie genau in der Stimmung sind, dass Sie ein bisschen länger im Laden bleiben. Bei Jugendläden gibt es das, da läuft die ganze Woche Knaller-Baller-Musik, wo es also richtig rumst im Bass. Da ist es gewollt, dass die Alten, dass ich alter Esel da gar nicht mit mich drin aufhalten mag. Aber welche Musik läuft Freitagnachmittag? Freitagnachmittag läuft die Musik leicht abgesoftet, weil unter der Woche gehen die Schüler rein und gucken sich die Klamotten an, was sie gern hätten. Und am Freitagnachmittag kommen sie dann überdurchschnittlich oft mit der Mama, mit dem Papa, du bezahl mir das einmal. Und dann auf einmal läuft eine andere Musik, weil sonst die Mutter oder der Vater eben davonläuft, wenn es zu sehr bumpert. Sounddesign finden wir bei Audio oder Audiodesign finden wir bei Produkten, wo wir überhaupt nicht dran denken. Eine Bierflasche wird inzwischen nach Audiodesign-Aspekten gestaltet, damit es genauso gluckert. Sie kennen den alten Autoverkäufer-Spruch, der lässt die Tür zufallen und sagt, oh, wie schauen Sie mal, wie satt die Tür ins Schloss fällt. Logisch, das sind so Dinge, die uns unterschwellig um den Finger wickeln.
Audiodesign von der Handschuhfachklappe wird sehr aufwendig gestaltet, weil man weiß, wenn einer im Auto sitzt, das fünfte oder siebte, was er macht, wenn er im Autohaus sitzt, hat er überall mal hingefasst, okay, Handschuhfachklappe auf und zu, flop, schön satt. Motoren werden designt, es gibt schon fertige Pläne, BMW hat das beispielsweise, hat es aber nicht realisiert, dass sie sogar per Lautsprecher noch den Sound beeinflussen, aber das wollen die Kunden nicht. Und es heißt, dass allein bei BMW über 150 Leute nur für das Audio-Design, also wie das Auto klingt, nicht wie das Radio klingt, sondern wie das Auto selber an allen Ecken klingt, dafür zuständig sind. Was für ein Aufwand. Warum? Weil die Leute sich sonst langweilen würden oder weil es einfach wirkt. Diese Akustikgestaltung wirkt unterschwellig und wickelt uns um den Finger, ob wir wollen oder nicht. Sie beeinflusst uns, die Musik, ohne dass wir es merken. Und so die kleine Anregung, wenn Sie mal durchs Wochenende gehen, achten Sie mal drauf, wo überall dudelt oder irgendwas. Es kann einem natürlich auf den Senkel gehen, wenn dauernd so irgendwo Musik aus der Tapete rauskommt. Und es kann einem dann auf den Senkel gehen, wenn es falsch ausgewählt ist. Das ist natürlich auch klar. Zum Thema Einkaufsradio, da gibt es einen großen Markt an Sendern, die sagen zum Teil von sich, wir sind die reichweitenstärksten Sender in Deutschland, aber die unbekanntesten Sender in Deutschland. Die laufen im Supermarkt und zum Beispiel die Musik mit etwas Upbeat, flott, frühmorgens, damit die Mitarbeiter in die Puschen kommen, bevor der Laden aufmacht. Wer kauft vormittags ein? Die Rentner. Das heißt, da ist die Musik eher behäbig. Abends zum Beispiel, wenn die Jungen einkaufen, ist die Musik mehr flott. Was läuft am Samstag? Middle of the road. Also, was jedem gut gefällt und keinem wirklich wehtut. Und bitteschön, die Musik nie zu schnell, weil wenn die Musik mit einem schnellen Grundbeat läuft, hat man herausbekommen, rennen die Leute durch den Laden und wer schnell durch den Laden rennt, hat zu wenig gekauft. Also sie werden hier, nennen sie es, manipuliert von Musik. Auge und Ohr, Konsequenzen eines Unterschiedes. Diese Zeile bringt es sehr schön auf den Punkt. Die ist von N.J. Schneider, dem bis vor kurzem gewesenen Professor für Filmkomposition hier an der Hochschule für Musik in München. Das Auge ist verschließbar. Ich kann gezielt über weite Entfernungen, kann ich mir Sachen anschauen. Ich bekomme ein äußeres Bild von etwas. Über weite Distanzen. Wie ist das beim Ohr? Das Ohr ist nicht verschließbar. Ich kann es kaum gezielt einsetzen. Ich kann versuchen, da hinten einmal hinzuhören, es zu etwas zu fokussieren, aber es ist nicht gezielt einsetzbar. Und ich bekomme emotional unbewusst Informationen über meine Umwelt. Das führt dazu, dass Musik beispielsweise bei Operationen eingesetzt wird. Musik, wenn sie gut eingesetzt wird, führt zu einer hochgradigen Schmerzunempfindlichkeit bei Operationen. Es gibt Versuche, die nachgewiesen haben, es gibt mehrere Versuche dazu, die nachgewiesen haben, wenn ein Patient sich die Musik seiner Wahl, ich betone die Musik seiner Wahl, aussuchen kann und die läuft dann als Berieselungsmusik, dass der dann weit weniger Narkosemittel braucht, als wenn der normal ohne Musik auf dem OP-Tisch liegt oder einfach nur über den Kopfhörer, über so weißes Rauschen, die OP-Geräusche ausgeblendet werden. Schauen wir mal, wie Musik im Radio ausgewählt wird. Da werden, wer kennt sich da aus, Musikbefragung im Radio? Hier sitzen Radiojournalisten, die kennen das. Sie wissen genau, wenn Sie mal in einem Radiosender ein Praktikum machen dürfen oder dort arbeiten, Sie dürfen überall reinschnuppern, alles angucken. Und einen Raum gibt es, da hängt ein Totenkopf draußen an der Tür, Eintritt strengstens verboten, das ist da, wo die Musikredaktion sitzt. Das ist das bestgehütete Geheimnis, weil damit wird entschieden, ob ein Radio läuft oder nicht. Musik ist der Transmissionsriemen für den Erfolg eines Radioprogrammes. Dementsprechend wird das also hochprofessionell gemacht über die Medienforschung, über die Musikforschung. Man fragt einzelne Genres ab, einzelne Musikrichtungen, man fragt einzelne Titel ab. Wollen Sie den Titel noch hören oder nee, der ist jetzt schon verbrannt. Das wäre ein Ausschaltimpuls, das ist das Schlimmste, was einem Musiktitel passieren kann, dass Sie nach ein paar Sekunden sagen, ich mag den Titel nicht mehr hören. Bumm, sind Sie weg bei der Konkurrenz. Wer weiß, wann Sie wieder zurückkommen.
Also Ausschaltimpuls ist ganz, ganz schlecht. Im Radio eine höchst professionelle Musikauswahl. Und jetzt nur mal ein kleiner Ausschnitt. Ein kleines Beispiel, wie detailliert da vorgegangen wird. Das sind von einem Sender interne Angaben, deswegen ohne Benennung des Senders, von wem das ist. Es geht darum, die Medienforschung hat hier in dem Fall überprüft, mögen meine Zuhörer das, wenn unter den Nachrichten Musik unten drunter läuft, im Radio. Die Fragestellung ist, Nachrichten mit Musik untermalt. Da ist eben die Frage gewesen, sehr gut und gut zusammengefasst nach Mediennutzertypologie. Welche Menschen mögen es, dass unter den Nachrichten Musik liegt? Und da sind es insgesamt, herzlich willkommen, nehmen Sie Platz, Sie sind gerade beim Höhepunkt der Medientage eingetroffen, gerade noch rechtzeitig. Die Befragung war eben, mögen Sie Musik unter den Radionachrichten? Wollen Sie das? Und da sagen 33%, jawohl, mag ich gerne. Von den jungen Wilden 66%, okay. Von den leistungsorientierten 21%, Sie können selber lesen. Und interessant ist die klassisch kulturorientierten. 22% sagen gut und sehr gut, die anderen sagen, nee, du, wenn ich Nachrichten höre, will ich kein Klingeling unten drunter hören. Würden Sie bei Bayern 2 Radio unten drunter Musik unter den Nachrichten sich vorstellen können? Never ever. Niemals. Das Ganze ist jetzt nur ein kleiner Teil einer größeren Untersuchung. Man hat jetzt eben auch nach Hörergruppen das zusammengefasst. Und da ist es ebenfalls interessant beim Inforadio, logisch. Also wieder, mögen Sie Nachrichten mit Musik untermalt? Sehr gut und gut. Gefällt mir prima, Note 1, Note 2 zusammengefasst. Und da beim Kulturradio nur 2%. Also, wenn Sie gut beraten sind, werden Sie niemals im Kulturradio Musik unter den Nachrichten legen. Wenn Sie eine Jugendwelle haben, 62%, wunderbar. Wenn Sie eine öffentlich-rechtliche Popwelle haben und eine private Popwelle, da sind die Zahlen ähnlich. Wobei beim Privatfunk 40% ist die Akzeptanz ein bisschen höher, was Musik unter den Nachrichten anbetrifft. Jetzt schauen wir doch mal, wie wird denn das gemacht, wenn die Musik im Fernsehen verwendet wird. Ich war 10 Jahre Musikredakteur beim Bayerischen Rundfunk und danach 10 Jahre als Fernsehmusikchef beim Hessischen Rundfunk tätig. Nachdem ich vom Radio kam und zum Fernsehen ging, dachte ich mir, ja logisch, das kennst du doch, im Radio funktioniert das hochprofessionell. Jetzt willst du mal wissen, wie das im Fernsehen funktioniert und jetzt habe ich den Michael Koch, den Kollegen, der Frau Zimmermann, ihr BR-Medienforschungskollege, gefragt, sage ich, was habt ihr denn beim BR, was habt ihr denn für Musikforschungsergebnisse zum Fernsehen? Ich habe mich durch alle Sender gefragt, kommerzielle und private, und dann kommt immer die Antwort, nee, da haben wir eigentlich gar nichts dazu. Im Hörfunk hochprofessionell austariert, jedes feine Schräubchen justiert, und beim Fernsehen gibt es also meines Wissens keine Forschungsergebnisse dazu. Wenn Sie was haben, beglücken Sie mich damit und sagen Sie mir es, wo Sie wissen, dass es was gibt. Sie wissen höchstens im Fernsehen, zum Beispiel im Minutenprotokoll, wenn eine Sendung läuft, dann können Sie ja im Minuten- und Sekundenprotokoll nachgucken, wie gut die Sendung akzeptiert wird. Und da weiß ich von einem konkreten Fall, Sender X, egal, eine Sendung hört auf, kurz vor 19 Uhr mit 9% Marktanteil, ein älterer Sender mit älterem Publikum. Danach läuft ein Trailer für ein Hip-Hop-Pop-Rock-Festival und die in der Trailer-Redaktion lauter junge Leute, die ungefähr ein Drittel so alt sind wie das Stammpublikum des Senders, die Mitarbeiter in der Trailer-Redaktion haben es richtig krachen lassen. Da kam die Faust mit dem Schlagring aus dem Lautsprecher. Was war das Resultat? Die vorherige Sendung hört mit 9%, knapp 9% Marktanteil auf. Eine Minute Musiktrailer, die folgende Sendung fängt mit 1,4% Marktanteil an. Das ist ein Genickschuss. Die lief unter Ausschluss der Öffentlichkeit quasi und die folgende Sendung dauert eine halbe Stunde, hatte normal 10-12% Marktanteil und hatte da im Schnitt 2,0%. Nur weil vorher ein Trailer mit knüppelharter Musik lief, die völlig am Zielpublikum vorbei war,
muss eine nachfolgende Sendung, die aufwendig produziert ist, darunter leiden und läuft ohne Publikum. Musikauswahl im Fernsehen häufig aus dem Bauch heraus. Das heißt, was mir persönlich gefällt als Musikredakteur oder als Cutterin, Cutter im Schneideraum oder als TV-Autor, ist wurscht. Wenn das meine Lieblingsmusik ist, die ich für den Sender verwenden darf, dann habe ich Glück gehabt, dann passt das wunderbar zusammen. Wenn es nicht meine persönliche Musik ist, muss ich meinen Geschmack zurückstellen oder mir einen anderen Sender suchen. Punkt. Welche Musik gibt es im Fernsehen? Und da haben wir die Musik im On. Musik im On heißt, ich sehe, was ich höre. Hier sehen wir Dschungelkönig Costa Cordalis mit seinen zwei Kindern. Das war eine Unterhaltungssendung bei uns. Die erste auditive Schicht. Also das ist, wenn sich jemanden fragen, habt ihr Medienforschungsergebnisse zum Thema Musik im Fernsehen? Dann denken die immer erst mal daran. Aber das ist die Musik, die wir bewusst wahrnehmen, weil sie eben mit dem Bild zusammengeht. Musik im On oder erste auditive Schicht. Musik im Off, das kennen wir als Filmmusik, Unterlegemusik, Underscore wird es auch genannt, oder zweite auditive Schicht. Das hier ist beispielsweise, wenn Sie das Bild sehen, hören Sie doch gleich die Musik mit, oder? Im Spielfilm. Würde eine solche Szene ohne Musik laufen? Mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht. Und jetzt kommen wir zu den Funktionsweisen der Filmmusik. Wie funktioniert die Musik? Paraphrasieren, kontrapunktieren, polarisieren. Paraphrasieren heißt, ich habe eine Knutscheszene, knutsche Musik dazu. Gewaltszene, brutale Musik dazu. Das heißt also, die Musik hat eine eindeutige Botschaft, das Bild hat eine eindeutige Botschaft und diese beiden eindeutigen Botschaften überlagern sich, gehen zusammen. Hat den Vorteil, der Zuschauer versteht, worum es geht. Knutscheszene mit Knutschemusik weiß jeder, aha, das ist eine Liebesszene. Wenn ich Knutscheszene mache mit einer Gewaltmusik, jetzt sind wir beim Kontrapunktieren, dann muss der Zuschauer interpretieren und sich überlegen, wie ist denn das gemeint? Paraphrasieren heißt eben eindeutige Botschaft, beides zusammen, kann aber auch langweilig wirken, weil Sie dann vielleicht sagen, oh ja, Knutscheszene mit Streicherteppich oben drüber habe ich in meinem Leben schon tausendmal gesehen. Kann Sie vielleicht langweilen. Kontrapunktieren, ich nehme eine Gewalt- und Kriegsszene und lege eine leichte Klassik, einen leichten Walzer oben drüber. Wenn Sie das sehen, machen Sie sich Gedanken, warum? Da ist irgendein Gemetzel auf dem Bildschirm, und da läuft aber so ein leichter Wiener Walzer dazu. Da stimmt doch irgendwas nicht. Das heißt, es ist interessant, es gibt eine zusätzliche Ebene, aber welche Gefahr? Wenn ich Ihnen so etwas vorspiele, 10 Leuten vorspiele, Gewaltszene mit Wiener Walzer oben drüber und sage, was denken Sie sich denn dabei? Dann werden mir von 10 Leuten mindestens 7 verschiedene Interpretationsversuche angeboten. Also, kontrapunktieren. Kann interessant sein, ist schön, aber die Gefahr, dass es eben missverstanden wird und dessen muss man sich bewusst sein. Dann haben wir noch polarisieren, das heißt, ich zeige ein Haus von außen und die Musik sagt mir, was jetzt in diesem Haus passiert. Was Schönes, was Romantisches oder mit schlechter Musik, mit negativer Musik irgendwas Böses. Es kann natürlich auch zu einem Überraschungseffekt führen. Sie zeigen das Haus von außen mit irgendeiner liebevollen, zärtlichen Musik und auf einmal kommt überraschend doch der Kettensägenmörder ums Eck, dann ist der Überraschungseffekt umso höher, weil Sie ja mit der Musik unterschwellig, Sie nehmen die oft nicht bewusst wahr, weil Sie eben von der Musik unterschwellig auf eine ganz andere Spur gesetzt werden. Wir schauen auf das Thema Auftragskomposition versus vorbestehende Musik. Auftragskomposition ist der Königsweg. Das ist die Ideallösung. Davon träumt jeder Fernsehmacher, dass er für seinen Bewegtbildinhalt, für seine Fernsehsendung immer individuell einen Komponisten beauftragen kann, der ihm genau maßgeschneidert auf den Punkt die Musik macht. Das wäre ideal. Wo kommt auftragskomponierte, individuell komponierte Musik zum Einsatz? Das ist einmal großer Spielfilm.
Dann, egal ob im Fernsehen oder Kino, dann haben wir lange Formate wie Dokumentationen beispielsweise. Dann auch bei Daily Soaps kommt auftragskomponierte Musik zum Einsatz. Jetzt fragen wir uns, ohne diesen Komponistenkollegen zu nahe treten zu wollen. Bitte, das ist, die sagen die selber so. Da sagen viele, das, was ich für die Daily Soap XY mache, ich will jetzt da keinen Namen nennen, ist keine hohe Kunst. Das ist einfach Kunsthandwerk, musikalische Fließbandware. Warum läuft im Vorabendprogramm in der Daily Soap dann irgendwo zwischendrin ein Chart-Hit? Der Wunschgedanke der Programmmacher ist, dass Sie als junge Menschen, Sie sind in Ihrem Zimmer eine Etage höher, der Papa und die Mama gucken gute Zeiten, schlechte Zeiten, weiß der Geier was, und dann hören Sie unten, da läuft irgendein Chart-Hit, dann sollen Sie mitbekommen, hey, die sind ja hip, die sind ja cool, die sind ja aktuell, also Sie sollen vor den Bildschirm gelockt werden. Und nach Untersuchungen funktioniert das auch. Wir sind bei dem Thema Kosten. Auftragskomponierte Musik kostet Geld, außer ich weiß, was der Komponist an GEMA-Tantiemen zurückbekommt. Das heißt, also da komme ich nachher noch drauf, auftragskomponierte Musik läuft häufig für null Honorar, bei Daily Soap sowieso. Das heißt, du Komponist kriegst ja die GEMA-Tantiemen hinterher, du lieferst mir das Ganze umsonst. Muss natürlich immer in einem fairen Ausgleich stehen. Der Sender darf und soll nicht mit dem Geld wie ein Verrückter um sich schmeißen. Programmverantwortliche müssen um diese Kostenstrukturen, um diese GEMA-Erlöse wissen, dass sie das Geld nicht zum Fenster rauswerfen. Und ich bekomme aber auch mit, dass es Sender gibt, die den potenziell schwächeren Vertragspartner, den Komponisten, so knebeln, nach dem Motto, wenn du nicht bereit bist, das für diese Knebelkonditionen zu machen, dann macht es halt ein anderer. Draußen vor der Tür stehen 100 andere. Das ist ein Spannungsfeld. Wir haben einen hohen organisatorischen und zeitlichen Aufwand beim Komponieren, das ist klar. Und es gibt eine Sache noch, Echtorchester oder synthetische Musik. Beim Echtorchester ist die emotionale Wirkung, wie mich die Musik berührt, immer höher. Wenn Sie eine Landschaft in der Toskana sehen und da läuft nur ein kalter synthetischer Streicherteppich oben drüber, berührt Sie das emotional weit weniger, als wenn da wirklich ein Echtorchester aufgenommen wird. Und ich habe in meinem Berufsleben, ich weiß nicht wie oft, von Komponisten Audiofiles bekommen, die sagen, ja, das ist zwar mit dem Synthesizer, mit Sampling, mit Vienna String Samples und sonst irgendwas aufgenommen, aber das klingt wie echt, sie hören den Unterschied nicht. Dann startest du dieses Audiofile und sagst, Entschuldigung, logisch, man hört es. Also es gibt inzwischen sehr, sehr gute Audiofiles und man kann auch einen Mix machen, wenn ich eine ganze Partitur habe, eine ganze Besetzung, oben zwei, drei Originalinstrumente, Echtinstrumente oben drüber, unten drunter ein bisschen was Echtes und zwischendrin kann man es mit synthetischen Sounds auffüttern. Das kann man durchaus machen und es ist auch fair und sinnvoll, dass man dann Komponisten differenziert vergütet. Der Komponist, der nur Plastikmusik liefert, kriegt weniger oder, das habe ich bei uns im Sender eingeführt, dass man sagt, wenn du Echtinstrumente ablieferst Entschuldigung, und Musiker bezahlst, dann kriegst du auch mehr Honorar. Der Aufgabenumfang des Komponisten früher und heute. Früher war es so, ein Komponist sitzt zu Hause und schreibt mit Bleistift die Partitur. Diese Partitur kam ins Funkhaus und dann hat meine Amtsvorgänger haben das noch gemacht, haben dann Notenkopisten beauftragt. Die haben aus der Partitur dann einzelne Stimmen herausgeschrieben. Diese Noten gingen dann ins Rundfunkorchester. Der Sender hat dann ein eigenes Rundfunkorchester und dann ist der Musikproduzent mit einem Toningenieur ins Studio und hat diese Aufnahme produziert. So war es früher. Wie ist es heute? Komponist wird beauftragt, kommt mal in den Schneideraum, kriegt gesagt, wann, wo, welche, bei welchem Timecode welche Musik laufen soll. Und der Komponist liefert dann ein komplettes Audiofile an. Also inklusive Komposition, Einspielung, der muss sich um Musiker kümmern, muss die selber bezahlen auch und eben die ganze Aufnahmetechnik. So ist der Stand heute. Komponisten machen heute vom Arbeitsumfang her weit, weit mehr als vor 20, 30 Jahren noch. Wo kommt vorbestehende Musik zum Einsatz? Vorbestehende Musik heißt eben von CD fertige Audiofiles, von Online-Plattformen. Das ist im TV-Alltagsgeschäft. Wenn Sie also für abends, für die Abendschau, für irgendein Regionalmagazin
Musik brauchen, dann beauftragen Sie natürlich keinen Komponisten, weil die Zeit einfach fehlt. Wenn es schnell gehen muss, kommt vorbestehende Musik zum Einsatz. Und bei diesen vorbestehenden Musiken, wo kommen die her? Zum einen, der Autor, der Redakteur hat einen eigenen Musikbestand. Ob auf dem USB-Stick, auf CD oder sonst woher. Gefahr USB-Stick, was passiert da? Der Autor hat, oder die Cutterin hat so und so viele Musikaufnahmen auf einem USB-Stick. Preisfrage, weiß die für die GEMA-Meldung und GVL-Meldung, weiß die überhaupt noch, was da alles drauf ist? In vielen Fällen leider nicht. Das ist denen oft wurscht, wen beißt der, den letzten beißen die Hunde. Das heißt, der Autor, der die Musik komponiert hat, das Plattenstudio, die Tonstudio, die das produziert haben, die kriegen halt keine Ausschüttung von GEMA und GVL, weil da irgendein Schlaumeier die Musiken einfach auf ein digitales Medium gespeichert hat und setzt sie ein, ohne zu wissen, was es ist. Das ist hochgradig unfair gegenüber denen, die die Musik erstellt haben. Dann gibt es das normale Schallarchiv, Infocenter, wie auch das Service Center, wie auch immer das in den einzelnen Sendern heißt. Dann haben wir Musikberater im Sender. Das ist Bayerischer Rundfunk hier in München, hat eine Abteilung. Micha Fickel betreut das und er hat roundabout 20 Mitarbeiter, die Autoren helfen bei der Musikberatung. Dann gibt es sogenannte Music Libraries. Das sind also wirklich Musiken, die nur für den Medienzweck geschaffen sind. Welche Musiken gibt es dort? Eigentlich Musiken aller Art. Das Tolle ist, Sie bekommen von jeder Musikaufnahme eine Vollversion, eine Underscore-Version, eine abgespeckte Version, einen Light-Mix und so weiter und so fort. Ich will Ihnen kurz was, wenn Sie hier mal heute sich das anschauen wollen. Die oberen drei sind passwortgeschützt. Intervox.de ist frei zugänglich, aber bitte aus, Sie können dort frei recherchieren, frei anhören, aber bitte ausdrücklich, wenn Sie Musiken dort verwenden, müssen Sie das lizenzieren. Ich weiß, dass diese Firmen, das ist gut so, digitale Firmen haben, die sowas kontrollieren, also mit abscannen, wo was im Netz verwendet wird und dann eben auf die Finger klopfen. Welche Musiken gibt es dort nicht? Die Chart-Hits. Verschiedene Versionen gibt es zu dem Titel und zum rechtlichen Aspekt. Diese Musiken sind speziell für Medienproduktionen konzipiert. Die rechtliche Handhabe ist hier wesentlich leichter, wenn es beispielsweise um DVD-Zweitverwertungen geht oder wenn ein Film ins Kino soll. Wer an einer Musikproduktion beteiligt ist, bitte werfen Sie einen kurzen Blick drauf. Das soll Ihnen zeigen, es sind weit mehr, als man glaubt. Urheber, Komponist, Texter, Bearbeiter, der Verlag, die GEMA als Verwertungsgesellschaft, die ist aber nicht dabei, wenn es um Werbung geht. Dann haben wir die ausübenden Künstler, Plattenhersteller. Rechtliche Aspekte heißen, der Urheber muss Pulver dafür kriegen, wenn seine Musik eingesetzt wird. Materielles Urheberrecht und hier sind wir beim immateriellen Urheberrecht. Das heißt, ich darf ein Werk nicht entstellen, ohne den Urheber zu fragen. Ginge es auch ohne, jetzt wenn wir einen Ganztages-Workshop hätten, würde ich Ihnen das gerne ausführlich schildern. Kurze Antwort, nein, es würde nicht funktionieren, weil Sie müssten für jeden Musiktitel, der in Ihrem Radioprogramm, in Ihrem Fernsehprogramm läuft, individuell Rechte klären. Sie würden Ihres Lebens nicht mehr froh. Wenn Sie Tonträger bekommen von Leuten, die nicht bei diesen Urhebern und Musikern, die nicht bei GEMA GVL sind, müssen Sie Rechte klären. Da muss das schon ein ultra toller Titel sein, dass ich mir den Aufwand mache. Warum ist das so? Die Sender haben Pauschalverträge mit GEMA und GVL und die GEMA und die GVL stellen damit ihr sogenanntes Weltrepertoire den Sendern zur Verfügung. Bei GVL muss ich eine Klammer drumherum machen, die heißt nämlich, dass manche Sender für die Online-Nutzung, und da steht hier Problem Online-Nutzung Mediatheken, dass die GVL nicht mehr die Rechte von allen großen Plattenfirmen für die Online-Nutzung hat. Ist ein Riesenproblem. Ist aber kein Problem, wenn Sie von diesen Music Libraries wie Sonoton und so weiter die Musiken verwenden. Wir haben angesprochen, dass jetzt nur noch mal zum Blick drauf werfen, Vergütung von Auftragskomponisten, das gibt es, dass man die für 0 Euro engagiert, aber eben dann muss die Sendung oft genug laufen, damit der Komponist auf einen fairen Deal kommt. Es gibt ein paar unschöne Dinge, wenn Sie das mal googeln, Zwangsinverlagnahme. Das sind leider unschöne Dinge, die den Sender reicher machen und den Komponisten um sein Geld bescheißen. Entschuldigung.
missbräuchlicher Ausnutzung dieser Mechanismen. So, und jetzt gibt es eine Sache noch. Wir sind hier auf den Medientagen, wir sind in einer sich schnell wandelnden Branche und gehen immer alle gerne auf Neuerungen zu. Manche so, manche so. Aber dass das schon immer so war, dass es Skeptiker gibt gegenüber Neuerungen, soll Ihnen ein kleines Flugblatt noch zeigen, das 1929 erschienen ist, als der Tonfilm aufkam. Vorher saß im Kino immer noch ein echter Musiker. Und dieses Flugblatt finde ich wunderschön an das Publikum. Achtung, Gefahren des Tonfilms. Viele Kinos müssen wegen Einführung des Tonfilms und Mangel an vielseitigem Programm schließen. Tonfilm ist Kitsch, haben Sie es gewusst? Tonfilm ist Einseitigkeit, Tonfilm ist wirtschaftlicher und geistiger Mord. Also Sie sehen auch, damals schon gab es da Leute, die gebremst haben und Angst vor den Neuerungen hatten. Ich werfe Ihnen kurz einen dahin. Sie merken sich meine E-Mail-Adresse. Wer Fragen hat, gerne. Aber ich glaube, Sie wollen die vorherige Folie nochmal anschauen. Die ist schöner als meine E-Mail-Adresse. Ich bedanke mich sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn noch Fragen sind, gerne. Wobei ich weiß, um 10 Uhr geht es mit dem nächsten Referenten weiter. Oder wenn was ist, stehe ich Ihnen auch gerne hier zur Verfügung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und auch den Studierenden der Hochschule Nürnberg, Uni Passau, Hochschule Amberg-Weiden und die Ansbacher sind da. Da freuen wir uns sehr. Mediencampus, Herr Kaiser und auch ich freue mich auch, dass Sie gekommen sind. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.